Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, bei Agrarian Skies wieder mal. Yay! So, wir gehen das heute mal ein bisschen ruhiger an. Und zwar, ich habe jetzt hier mal ein wenig gearbeitet. Und ja, wir haben jetzt ein paar Ingots. Wir haben jetzt 45 Eisen, 8 Lead, 14 Gold, 2 Ingots. Wir haben auch noch ein bisschen was. Wir haben 26 Ferris, ein bisschen Copper und 4 Silber. Und ich mache gerade noch ein bisschen Lead fertig. Und zwar haben wir ein paar Quests, die wir completen können. Zum einen habe ich hier mal vorbereitet: eine Bakeware. Das ist das letzte Ding, was noch fehlt. Das habe ich noch nicht benutzt. Den Rest, den Mixing Bowl und den Juicer hatte ich schon benutzt gehabt. Das ist irgendwie so Chef-Tools und einfach Quest. So. Ist ja egal. Salmonella. Ach ja. Veggie Pizza. Salmonellen, Veggie Pizza. Was ist das? Milcheimer. Okay. Mal gucken. Und dann. Irgendwo war noch eine. Hier. Und zwar durch das Silber haben wir die Task completed. Kriegen wir nochmal ein Silber. Wahnsinn. Da ist Silber. Das hat sich jetzt gelohnt. Und irgendwas war noch fertig. Da. Genau. Hier dieser Skystone-Block, den ich da in den Ofen geschmissen habe, der war auch fertig. Haben jetzt zwei. Yippie. Okay. Ansonsten, das waren jetzt erstmal soweit alle Quests. Und dann habe ich hier noch vorbereitet diesen Brickwell. Der Brickwell, hat man ja, ist eine unendliche Wasserquelle. Das heißt, wir können hier einfach. Da war ein Wassereimer. Da war ein Wassereimer. Und so weiter und so fort. Das heißt, wir können praktisch das Ding als unendliche Wasserquelle nutzen, was ich sehr, sehr cool finde. Ich hoffe, wir kriegen wieder. Gott sei Dank. Okay. Ich bin da immer nicht ganz so sicher. Ja. Und dann habe ich nochmal alles schon mal vorbereitet für den Igneous Extruder. Brauchen zwei Copper. So ein Pneumatic Servo und Machine Frame. Das ist Tin, Eisen und Glas. 4. Tin Gear. 1, 2, 3, 4. Schwupp, 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 schwupp. Und schwupp. So. Das Ding brauchen wir einmal. Brauchen wir noch ein Pneumatic Servo. So, das war das. Oder? Pneumatic Servo. Und zwei Copper Gear. Copper Gear, das Ding. Und dann ein Piston sowie. Ich hab's vergessen. Zwei Glas. Okay. Damit wir jetzt erstmal so ein bisschen Auto Cobblestone haben, haben wir jetzt den Igneous Extruder. Den Basic Igneous Extruder. Reicht auch vollkommen erstmal. Wird auch eigentlich, denke ich mal, für immer reichen. Ich weiß nicht, warum wir den upgraden sollten. Ich baue mir mal hier alles zu, ne? Ja, bauen wir es mal hier hin. So, Igneous Extruder. Wer nicht kennt, weil ich habe ja lange nichts mit Thermal Expansion gemacht. Das Ding nutzen wir, um Cobblestone zu machen. Und mir fällt gerade auf. Soll vielleicht mal einen Crescent Hammer machen. 1, 2, 3 und 1. Damit wir das Ding einfach wieder verschieben können, weil da gefällt es mir doch nicht ganz so. Ich gerade was anderes überlegt habe. Wir machen jetzt Folgendes. Wir basteln das mal hier irgendwo in eine Ecke, die mich nicht stören wird. Hier. So. Und zwar möchte ich gerne Cleanstone damit herstellen. Kein Cobblestone. Cleanstone. Das wird Baum gewachsen. Super. Und wir brauchen jetzt einen Eimer Lava und einen Eimer Wasser, um das Ding praktisch in Gang zu kriegen. Da wir aber Cleanstone herstellen wollen, haben wir ja das Problem, dass wir dauerhaft was brauchen. Habe ich die Frage gekriegt? Ja. Oh nein, ich muss niesen. Ah. Ja, Gott sei Dank. So, schnell gemutet gehabt. Was wollte ich jetzt machen? Ja, ich wollte gucken wegen Wasser. Ich glaube, das ging nicht, ne? Wenn ich jetzt hier sage, da Import, macht der nicht automatisch. Nein. Okay. Dann müssen wir das anders machen. So. Und zwar möchte ich gerne einmal
einen Portable Tank machen. So einen hier. Das ist Kupfer mit 4 Glas. Das ist jetzt nicht so schwer. Kupfer, 1, 2, 3, 4. Ich habe halt schon mal ein bisschen nebenbei alles Mögliche gebraten. Das ist einfach nur. Ja. So. Der Tank hatte kein Auto-Input, ne? Mode-Input. Nee. Ich bin so ein bisschen noch am Experimentieren, wie das Ganze funktioniert. Okay. Das heißt, wir brauchen jetzt von Thermal Dynamics. Brauchen wir eine Opaque Fluid Duct oder eine, wo man sieht? Ja, wir können auch eine nehmen, wo man sieht. So, das Ding und zwei Kupfer. Achtung, die Fluid Duct, diese hier. Das ist eine Temperate Fluid Duct. Nichts Heißes durchjagen. Wenn ihr das tut, dann wird euch das Ding um die Ohren fliegen. Das musste ich jetzt schon ein paar Mal erleben, als ich getestet hatte. Und das ist nicht so toll. Um ehrlich zu sein, ne? Ach, das ist ja kacke. Ich dachte, ich kann das Ding nutzen. Als. Was kostet ein autonomes Activator? Können wir hier eigentlich einen Eimer reinlegen? Nee. Das ist ja alles kacke. Naja. Ich dachte, das Brickwell. Ja, schön. Und ähnliche Wasserquelle für den Arsch. Mann. Okay. Müssen wir was anderes machen. Dann brauchen wir einen Aquarius Accumulator. Dann halt. Das sind zwei Copper Gear. Wie viele habe ich noch? Eins. Habe ich hier noch Koffer? Haha. Perfekt. Alles da. Ich dachte, das mit dem Brickwell dürfte funktionieren. So. Das brauchen wir mal. So, dann brauchen wir nochmal so ein Basic Machine Ding. So. 1, 2, 3, 4. Das Zeug und das Ding. So, Copper Gear. Copper Gear. Ja. Und. Achso, ein Servo brauchen wir noch und einen Eimer. Das ist jetzt nicht das Problem. Ein Servo. So. Oh nein, ich habe ein Glas zu wenig. So. Glas. Nee. Da kommt das Eisen hin. So. Und so. Okay. Aquarius Accumulator. War jetzt auch nicht so schwer. Und das Ding können wir jetzt zu einer unendlichen Wasserquelle umfunktionieren. Indem wir einfach Folgendes machen. Der Aquarius Accumulator hier. Und dann muss der jetzt von. Muss der Wasser an zwei Seiten haben. Das heißt, wenn wir das hier machen. Das Ding produziert jetzt schon Wasser. Aber so produziert es wesentlich schneller Wasser. Das dürfen wir hier drin sehen. Genau. Wir kriegen hier ordentlich Wasser dazu. Und das ist alles, was ich will. Das heißt, ich mache nochmal kurz diesen da. Wir outputten und inputten halt hier über diese Tamarind Fruit Deck. Theoretisch bräuchten wir nicht mal. Wir können das auch direkt nebeneinander stellen, aber warum sollten wir? Wir können theoretisch hier noch einen Tank dazwischen machen, der so zwischenspeichert. Dass wir nochmal Wasser haben. Aber ja, ich mach's mal kaputt. Ach, es bleibt mittlerweile trotzdem drin. Interessant. Das heißt, wir haben einen Tank mit Wasser, sollten wir meinen brauchen. Okay, das heißt, Wasser haben wir unendlich. Das ist alles, was wir brauchen. Denn den, ja, denn wir verbrauchen ja nur Wasser. Für einen Cleanstone verbrauchen wir ja nur ein Wasser. Und, Lava ist, bleibt ja unendlich da. Ne? Weiß man ja, stilles Wasser, Lava von oben drauf wird Cleanstone. So, dann kriegen wir Cleanstone. Ist wunderbar. Ich weiß gar nicht, ginge Cobblestone eigentlich schneller? Es geht schneller, ne? Oder liegt das so? Na, 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 okay. Na, 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 na. La, 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 la. Obwohl Cleanstone schöner wäre, weil ich habe vor, mit Cleanstone was Schönes zu bauen. Also beziehungsweise mit Stone Brick. Nicht mit Cleanstone. Wir machen uns dann schön Stone Bricks. Hier. Und bauen uns damit praktisch unsere erste Etage. Und so weiter und so fort.
Okay, das heißt, wir haben jetzt schon mal das. Wir müssen uns jetzt halt nur noch Gedanken über Lava machen. Und deshalb mache ich halt dahin gerade den Cleanstone. Ich würde sagen, wir machen nochmal eine Barrel. Ganz stinknormale Barrel. 5, 6, 7. Das hat schon wieder 8. Egal. Haben halt ein Holz zu viel. Machen wir mal eine Slab. Achso, und eine Kiste natürlich. So. Okay. Barrel. Okay. Das kommt dann hier hin. Und dann Output nach oben. Und dann machen wir nochmal einen super Crafting Frame. Indem wir praktisch dem Ding gleich beibringen, wie es uns. Wie es in der Lage ist, uns. Jetzt komme ich schon wieder nicht auf den Namen. Na, sag schon. Stonewrecks. Gottes Willen. Ich bin schon wieder abgelenkt. Irgendwie. Zu craften. Denn Stonewrecks ist da ja sehr cool. Und ich will damit bauen. So, und jetzt können wir einfach hier. Ganz einfach. Und dann kriegen wir Stonewrecks aus. Mit denen können wir dann schön bauen. Ich wollte mal gucken. Haben wir jetzt irgendwelche Quests noch, die wir. Wir haben 4 Quests fertig. Ach du meine Güte. Wann haben wir die gemacht? Ach, Aquarius Accumulator war. Okay, wir haben Everett Nuggets. Für auch immer wir die brauchen. Gehen wir mit hier hin. So. Ihr seht, ich habe hier fleißig, ne, gefarmt alles. Nur halt das noch nicht, deswegen haben wir keinen Redstone so sehr. Hier ist nichts weiter. Wo ist denn das andere? Storage Wars haben wir 3 Stück. Ach, der Portable Tank war auch. Sausage in Bread. Oh mein Gott, guck mal, wie viel Hunger das macht. Also wie viel Hunger das hier wiederherstellt, so rum. Sehr schön. So, und das noch? Okay. Okay. Das Ding gibt uns eine. Was? Vial of Mending. Instant Health 2. Und wenn ich das richtig lese, sind das 4 Mal, die wir nutzen können von Botania, das Ding. Und dann hier nochmal ein Structural Upgrade. Das können wir ja mit draufhauen, ist ja egal. Okay. Und dann möchte er hier ein Storage Upgrade. Hier möchte er auch noch ein paar Dinge, die sind mir aber egal. Und das dürften ja alle erstmal gewesen sein. Genau. So, jetzt haben wir noch ein paar Quests, die ja nicht ganz so einfach sind. Mycelium müsste ich noch auf den Sand durchsiften. Sieven, siften, also nicht. Hier kommen wir nicht weiter im Moment. Und hier brauchen wir halt Obsidian, was wir natürlich jetzt mit dem Ding hier machen könnten. Ist nur nicht, wir haben gerade keine Lava so richtig. So, ich habe jetzt mal Folgendes gemacht. Ich habe jetzt mal offscreen erstmal hierhin angefangen, ein kleines Plattformchen zu bauen, was praktisch unsere neue Basis dann werden wird. Das heißt, wir werden dann hier so unser neues Haus aufbauen. Das wird praktisch hier dann die Willkommenshalle. Ich handhabe das im Moment so, wie ich immer Agrarian Skies handhabe. Und zwar habe ich praktisch die Insel, die total zerklüftet aussieht. Dann baue ich mir einen Weg und dann baue ich mir hier so eine, ja, so eine Formation aus Cubes. Das heißt, so ein Cube, dann eine Reihe, wo nichts ist, also wo hier sowas ist, und dann wieder ein neuer Cube. Halt unterschiedlich groß, unterschiedliche Arten von Funktionsweisen und so weiter. Und das hier wird praktisch unser erster Cube-Raum gedöns. Und ich merke gerade die Musik. Wo ist meine Musik hin? Ich hatte eben noch Musik. Wo ist sie hin? So. Okay. Und zwar hatte ich schon überlegt gehabt, wie könnten wir Strom erzeugen? Und die beste Möglichkeit, die ich denke, wäre ein Magmatic Dynamo. Das Ding da. Dafür brauchen wir allerdings einen Haufen Ingot und ein bisschen Silber. Und Silber ist wirklich selten. Ich meine, ich habe, glaube ich, 8 Silber, 8, 9 Silber. Wie viel Silber habe ich? Ich habe 5 Silber, nicht mal 8, 9. So, aber ich habe noch nachgeguckt und zwar gibt es hier noch eine Quest und zwar müssen wir hier Temperate Fluid Duct und Item Duct machen. Und die Item Duct haben mich gleich wieder auf eine Idee gebracht.
Und zwar könnten wir ja mal was automatisieren. Wir brauchen dazu das und zwei davon. Und zwar automatisieren wir uns jetzt die Dirt-Herstellung. Ganz einfach, easy und so weiter. Dafür brauchen wir allerdings noch ein Basic. Wer ist das? Nee. Wie ist das nicht Basic? Hallo? Mensch, Thermal Dynamics. Wie heißt das Ding? Einfach nur Servo. Ach so, okay. Und dafür brauchen wir einen Redstone, ein bisschen Eisen und so weiter. Ich nehme mal zwei. Oder wir machen erstmal einen. Wir machen erstmal einen. Machen wir erstmal nur einen. Und dann. Das müssen wir auch nochmal craften. Von daher kann ich das gleich machen. Jetzt bauen wir nochmal hier so ein paar Dinger davon, die lasse ich aber erstmal hier. So, und zwar, wenn wir jetzt eine Liberelle nehmen, wo automatisieren wir uns das? Ein Skelett gespawnt. Es ist jetzt nicht so gut. Weil Skelette auf einer Dingens-Map sind nie gut. Aua. Tschüss. So. Ich brauche mal kurz Kohle, dann lösche ich das nochmal ganz kurz aus. Oh klar. So. Das, das. Okay, dann machen wir hier nochmal draußen Fackeln hin. Müssen ja eh. Weil hier kommt ja eh eine Mauer hin. So. Upp. Und dann halt dazwischen so ein paar kleine Gänge. Und hier diese ein Block freien Dinger einfach nur da. Dass wir halt da Conduits durchlegen können. Sind das Conduits? Ne, das sind Ducts. Fluid Ducts heißen die ja hier. Ist ja jetzt Thermal Expansion und Thermal Dynamics und Thermal Dingenskirchen und alles ist Thermal. Mann. So. Okay, zwei davon, eins davon. Machen wir ganz kurz das Servo. Servi, Servo, Servet. Kriegen zwei davon. Das ist genau die Menge, die wir brauchen. Und dann, wo bauen wir das am besten mal auf? Bauen wir es hier hinten so hin? Oder nee? Wir müssten das doch eigentlich theoretisch sogar da in die Dinger hier reinleiten können, oder? Geht das? Es geht. Aber gefällt mir nicht. wir machen es mal hier drüben. Da, wo wir es eben schon hatten, bauen wir es da einfach nochmal auf. So, wir brauchen eine Barrel oben, eine Duct unten, eine Duct oben. Und im Endeffekt, ich weiß gar nicht, hat so ein Servo eigentlich einen Filter? Haben wir eine Kiste? Nicht genug. Gebe mir Holz für eine Kiste. So. Schwupp. Kiste. So, praktisch unser Input-Chest. Und jetzt will ich mal gucken, ob ich das habe. Servo dran? Kann ich? Ja. Whitelist. Und zwar müssen wir oben mal da raus. So. Oben nehmen wir so Leaves raus. Und das Ding machen wir mal auf Ignore. Das heißt, wir müssen jetzt hier gleich sehen. Also es dauert natürlich eine Weile, weil diese Item Ducts und diese Basic Servo sind halt nicht schnell. Es gibt natürlich noch diese harten Dinger. Sind halt zwei Invar und sowas. Man kann es auch upgraden mit einem Invar. Aber nee. So, und da kriegen wir jetzt Composting Material. Dann machen wir unten nochmal eins hin. Und das Ding. Und das Ding setzen wir so. Dadurch wird das Ding praktisch, wenn es voll ist, den Dirt rausnehmen, hier reinpacken und hier halt nur die Leaves rausnehmen. Das heißt, wir haben eigentlich eine unendliche Dirt-Maschine. Rie. Ja. Gut. Was ist das? Automating. Oh nein, ich weiß doch wie. Das Problem am Retriever ist folgendes: Wir brauchen Eye of Ender und Enderium. Und das habe ich nicht und darauf habe ich keine Lust. Also die Quest lassen wir erstmal aus. Machen wir später weiter. Ja. Also dort hinten machen wir auf jeden Fall das. Und dann könnten wir, wenn ich jetzt einmal dabei bin. Ich packe das mal mit hier rein. Und zwar machen wir. Das ist keine Quest, ne?
glaube, das war nicht Assembly Line. Ich glaube nicht. Wir könnten auch theoretisch mit Soundcraft anfangen, aber dafür habe ich noch keinen Sugarcane für Papier und kein Bücherregal. Es gibt sogar eine Note in a Jar als Reward. Wahnsinn. Brauchen wir im Endeffekt nur zwei Caps. Ach so, wir brauchen nur zwei Caps. Und wenn das so ist, können wir schon mal mit Soundcraft anfangen. Wahnsinn. Reward Bag oder... Ich nehme mal ein Reward Bag diesmal. Ah ja. Okay. Wir kriegen Ink. Wir kriegen Ink. Perfekt. Oh, dann können wir AgriCraft machen. Entschuldigung für meine Ekstase gerade, aber... Yeah. Wir kriegen Ink. Wir haben Ink. Yeah. Oh Gott, ihr wisst gar nicht, wie sehr ich danach gesucht hatte, als ich das hier im Singleplayer mal angetestet hatte. Weil wir brauchen für eine Quest, die ist schon Ewigkeiten drin, Great Skies 2, und zwar hier, Agricultural. Für dieses Buch brauchen wir, ach Mann, willst du mich doch verarschen? Dafür haben wir früher, als ich das gespielt habe, brauchte ich dafür ein Book and Quill. Willst du mich doch verarschen, dann haben wir das Rezept geändert. Und ich dachte schon, ich brauche dann jetzt den mit. Ich hasse es. Ich hasse es. Wie die Pest. Mann. Denk mal einmal, man wüsste was. Ja, nix. Pustekuchen. So, wir nehmen mal die ganzen Dinger da schon mal mit. Packen wir mal mit hier rein. Wir haben sogar einen Greatwood Sapling. Können wir richtig durchstarten bald. Können wir einen Soundcraft nebenbei machen? Weiß nicht, was ist denn hier eigentlich vorgesehen für Soundcraft? Ich will mal ganz kurz gucken. Soundcraft. Das Ding, da kriegen wir Eisen, okay. Das Ding kriegen wir Silver of Earth, die kleinen Dinger da. Arcane Work Table. Können wir eigentlich mal machen? Reed Rodge und Full Heart. Und Full Heart kann ich gerne, nehme ich gerne dankend an. So. Und das war's schon. Wir müssen ja nur. Das ist ja der Vorteil. Das Ding ist ja ganz einfach. Und wir haben ein neues Herz. Glaube ich, ne? Ja. 1, 2, 3. Ja. Sehr schön. Hat das was Neues unlockt? Ich bin gerade... Weil Soundcraft macht mir am meisten Spaß. Ja, ein Deconstruction Table, das ist dann aber Research. Das müssen wir dann erst noch machen. Great Root Rot und so weiter. Glass Files. Flask of Vigor und Fire of Essentia. Ach, meine Güte. Oder Crystal Cluster, Silverwood Sapling oder Full Heart. Ich glaube, wir werden Silverwood nehmen. Und Recharge bitte. Oh, das ist ja schön. Da gibt es ja wirklich für alles Mögliche was. Sehr, sehr schön. Oh, da werden wir Spaß mit haben. Botania gibt es auch ein kleines Ding. Kriegen wir Plexica Botania. Mystical Blood, also Blood Magic. Kriegen wir Leder. Brauchen wir aber noch nicht. Ich will jetzt auch noch nicht zu viel anfangen. Wir machen erstmal hier noch weiter. Beziehungsweise hier wollte ich weitermachen. Das bedeutet, wir brauchen einen Seed Analyzer und eine Kreischen-Dinge-Dabuk. Und das ist für einen Zauberstab. Okay. Wir haben aber noch den Dingens hier. Es sagt Fisch und es gab mir Fisch. Yippie! Wir haben alle möglichen Sorten von Fisch. Fische zu verkaufen, frische Fische, Fische, frische Fische, frische Fische, ganz frische Fische. Jetzt nur 3,50 frische Forelle aus Nordsee. Kommen Forellen? Nee, Forellen kommen dann nicht aus der Nordsee, oder? Kommen Forellen aus der Nordsee? Gibt es in der Nordsee Forellen? Weiß das jemand? Ich weiß es nämlich nicht. Und ich will jetzt nichts Falsches sagen. Wir brauchen mehr Holz. So. Dann, achso, die Cropsticks sind ja hier. Die brauchen wir. Ein Holz in der Mitte und dann im Endeffekt nur noch Seeds. Können wir das einfach zu... Nein. Brauchen mehr Seeds. Was dann wohl bedeutet, unseren frisch gemachten Dirt aufopferungsvoll hier hin zu platzieren.
Und das Ding, was ich hier aufgebaut habe, taugt eh nichts. Tut mir leid, die Wahrheit. Dann haben wir diesen da. Diesen da, diesen da. Und dann müssen die Dinger jetzt groß werden. Denn können wir mal ein bisschen Agri-Craft machen. Und zwar, wenn irgendwas voll ausgewachsen ist und ihr daneben was frei habt, wird dieser Seed darüber spreaden. Es kann natürlich passieren. Deswegen haben wir diesen Raft gecraftet. Oder, nee, Rake. Nicht Raft. Rake. Es kann passieren, dass praktisch Unkraut aufwächst. Und das macht jetzt Folgendes. Diese Crops können dann spreaden. Und wenn die spreaden, dann kriegt ihr hier etwas, was genau gleich ist wie das hier im Endeffekt. Wenn ihr allerdings ein zweites hier jetzt stehen haben würdet, wenn das Weed hier wäre, dann würde hier an der Stelle ein Weed entstehen mit besseren Stats. Da haben wir schon eins, da haben wir es auch mal. Ich will aber nur die Seeds haben, das heißt, ich mache das im Endeffekt jetzt so. Hier steht auch jetzt unidentified, weil die halt aus diesem Cropstick kommen. Und das Problem ist halt, diese Cropsticks gehen ja an den Momenten immer kaputt. Also müsst ihr da immer mal neue craften. So. Okay. Schub, 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 schub. So. Und dann brauchen wir nochmal zwei. Und dann ist alles okay. Nein, genau das wollte ich eben nicht machen. Deswegen habe ich von unten den Rechtsklick eigentlich gehalten. So. Okay, also nochmal Rechtsklick halten und dann nach hoch. Mit der Wardwing Can kann man das halt schön beschleunigen. Tada. Aber das hier hinten ist Unkraut. Unkraut. Da, weg damit. Jeder hasst doch Unkraut. So, müssen wir mal kurz. Achso. Wir müssen natürlich auch was haben, wo es hin kann. So. Komm her. Wunderbar. Dann können die beiden Dirt erstmal wieder weg. Und wir machen dann eine andere Folge wirklich dann exzessiv das Zeug hier. Aber erstmal möchte ich jetzt diesen da machen. Und zwar das Discovery Book Ding da. Und dann brauchen wir noch von AgriCraft den. Wow! Da habe ich aus Versehen das Bild angefasst und verschoben. Es tut mir leid. Da hat sich was dann wahrscheinlich jetzt. Ja, komisch. Egal. Wir wollten das Ding machen. Das braucht ja nicht so viel. Es ist ja nur so ein paar Sticks, ne? Genau, und dann brauchen wir noch ein Glaspane. Habe ich jetzt 6? Nein. Wir haben keine 6 gehabt. Achso. Habe ich denn noch Sand? Ja, ein bisschen. Gut, dass wir hier oben diese Instant-Vorbereitung haben. Da ist das Ding nämlich schon fertig. Gut, dass wir 4 Charges immer haben, die fertig sind. So, Seed Analyzer. Der Seed Analyzer macht im Endeffekt das, was praktisch hier bei den Seeds ist. Wenn wir da ein Seed reinpacken und ein Buch vielleicht, jetzt habe ich das Server Seeds 0, sehen wir hier Growth, Gain und Strength. Die drei Werte sind entscheidend. Die gehen maximal auf 10 hoch und man kann damit halt ein bisschen Spaß haben und kann das dann hochbringen. Und man kann dann bis zu... Oh, lass mich lügen. Ich glaube bis zu 3 oder 4 Weizen pro, wenn das Ding fertig ist, kriegen. Und es wächst wesentlich schneller und ist alles wesentlich cooler und so weiter, ne? Was? Was ist hier? Hallo? Es ist... Yeah, jetzt hat mein Rack gefressen. Ach nee, jetzt ist er da. Ach Gott, ich verstehe es nicht. Es ist mir ein Rätsel. Ich packe mal den Dirt mit hier rein. So. Haben wir schon ordentlich Dirt? Noch? Na, nein! Da. So. Trophy oder Reward Bag? Ich nehme mal Reward Bag, weil eigentlich vom Inventarplatz geht's eigentlich. Und das Pot Soul brauchen wir nämlich noch bei irgendeiner Quest. Genau, bei Botania. Wunderbar. Dann können wir jetzt nämlich auch gleich das claimen. Und mal den Botania. Das Botania funktioniert hier so, man kann es auch mit AgriCraft machen und muss das dann praktisch anpflanzen. Das machen wir dann aber erst. Das mache ich nicht diese Folge. Wir haben einen Good Reward Bag. Den will ich nochmal ganz kurz angucken, bevor ich die Folge beende. Ernsthaft jetzt?
Ah, nee, ich kam was anderes raus. Das wäre der eigentliche Reward gewesen. Was ich aber gekriegt habe, war 2 Ozelotten, 2 Kühe. Bin ich auch zufrieden mit. So, ne? Haben wir da noch 2 Spawner? Okay, da haben wir jetzt 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Was ich offscreen noch machen werde, damit ihr euch nicht nächste Folge wundert. Ich werde das Ding hier fertig bauen. Also praktisch den ersten, vielleicht sogar schon den zweiten Cube anfangen. Dann werde ich mal schauen, dass wir, werde halt nebenbei ein bisschen Lava machen. Werde vielleicht noch einen Portable Tank machen und noch ein bisschen Lava da reinpacken. Muss ich mal gucken. Und das hier sollte eigentlich nicht passieren, dass das Ding voll mit Lava, Wasser ist, aber egal. Ja, und dann werden wir mal schauen, dass wir vielleicht nächste Folge den Magma Crucible, dann, Magmatic Dynamo, nicht Magma Crucible, Magmatic Dynamo hinkriegen und vielleicht einen Pulverizer. Das ist das Ziel für nächste Episode. Dass wir das hier aufsetzen. Ein Pulverizer und ein Dingens da. Und vielleicht ein Redstone Furnace. Das sind die beiden Ziele. Mal gucken, was schaffen. Dann bis zur nächsten Folge. Ciao.